du Scheiße, Alter. Was höre ich denn am frühen Morgen hier? Nee, ja, eigentlich sollte ja gar kein Vlog jetzt kommen, aber irgendwie kommt ja doch jetzt einer. Weil ich. Ja, Leute, ihr werdet es nicht glauben, wo ich jetzt heute hinfahren muss, aber. Ey, ich sag einfach mal ja nicht. Ich weiß es, aber ich sag euch ja mal ja nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Ah, das ist immer noch drum, mein Pflaster, ey. Wie kann man so inkompetent sein und sich in einer Brotmaschine schneiden, oder? Naja, selbst schuld. Dummheit wird bestraft, sag ich mal. Nee, ich würde jetzt sagen, es geht einfach los. Ich muss noch im Navi alles einstellen. Auf jeden Fall ist es eine relativ weite Strecke. Also so 400 Kilometer werden das schon sein. Aber ich will jetzt nicht sagen, wo es ist. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir werden schon sehen. Ich werde mich sowieso wieder tausendmal verfahren. Und wir werden bestimmt. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich werde jetzt erstmal alles einstellen und dann geht's los. For walking out on us, oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not. Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Aber die Straße ist wie in Belgien. Boah! Boah! Alter, hier ist auch nur 70. Leute, das ist eine Autobahn, ne? Und ratet mal, wo wir hier sind. Ihr habt es vielleicht schon an die Schilder erkannt. Ja, ihr seht es richtig, wir sind in Polen. Nee, ich muss aber nicht nach Polen, sondern in ein Land weiter nach unten. Aber ich fahre einfach mal über Polen, weil das soll angeblich kürzer sein, laut meines Navis. Und ja, werde ich mal sehen, wo mich die Holperstraße noch weiterhin führt. Ich halte euch auf den Laufenden einfach, ne, Leute? Also, wir sehen uns. Bis gleich. Da steht irgendetwas mit Zoll. Ich habe jetzt mal Warnblinker angemacht und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Weil ich wäre eigentlich. Runter in die Tschechei, ja, jetzt sage ich es einfach mal, weil ich habe jetzt auch nicht viel Zeit. Ich will jetzt gucken, wo ich hier bin und dann geht's weiter. Ich habe jetzt Warnblinker an, weil das ist hier irgendwie eine Autobahnabfahrt. Keine Ahnung, Alter, sorry, ich war hier noch nie. Hier ist auch alles auf Polnisch, ich kann ja kein Wort, außer Zoll steht da. Das muss hier ganz nah an der deutschen Grenze irgendwie sein. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich da runterkomme und dann werden wir mal weitersehen, wa, würde ich sagen. Also, Alter, keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich kann es doch nicht lesen, hier, was hier alles steht. 20 kann man hier fahren, nur trotzdem rasen die. Na ja, gut, Leute, ich würde sagen, ich halte euch auf dem Laufenden, bis gleich. Das hat lange gedauert. Ey, hier ist keine Sau, hier ist niemand. Hier ist ja keiner. Hier habe ich mal endlich mal einen Platz gefunden. Ich weiß selbst nicht, wo ich hier bin. Ich guck jetzt mal bei Google Maps. Nimm euch mal mit drin. Auf mein Auto hier stellt die Kamera. Alter, keine Ahnung, hier könnt ihr euch ja mal einen Überblick verschaffen, wo ich hier bin. Also, ich muss selber erstmal gucken. Wir haben jetzt 12 Uhr und ey, ich hab noch ja nichts gefressen. Ohne Witz. Mach zu, die Tür hier. Oh, ich hab noch nichts gegessen.
Ich glaube es nicht. Guck jetzt mal, wo ich hier bin, Alter. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hier bin. Mann. Ach, WhatsApp hier. Geht mir nicht auf ein Ei, Alter. Ja, keine Zeit für euch. Guck jetzt, wo ich hier bin. Ich dürfte eigentlich nicht mehr. Ja, tatsächlich. Könnt ihr jetzt zu der. Der zeigt. Ach, hier bin ich, genau. Könnt ihr zu der Straße. Ah, okay. Okay, wir sind nicht. Ist nicht mehr lange. Dann bin ich da. Gut, Leute. Okay, dann würde ich mal sagen, bevor ich jetzt hier rumgammel. Ey, ich werde den ganzen Tag nichts essen können. Ich werde erst heute Abend, wenn ich zu Hause bin, was fressen können. Ich hab zwar knast wie Sau, aber geht nicht anders. Ich hab kein McDonalds hier von Jahren. Voll lächerlich gewesen, aber. Naja, muss ich mit leben. Ich würde einfach mal weiterfahren jetzt, wa? Also Action ab! Nicht in Erinnerung. Aber da habt ihr vorhin was verpasst. Das war noch viel schlimmer vorhin. Da habt ihr was verpasst. Also, ich weiß jetzt auch ja nicht, wo ich hier genau bin. Also ich weiß zwar, dass ich in Tschechien bin, aber der Ort ist nur noch 8 Kilometer. Den Ort schreibe ich euch unten drin. Ich kann nicht aussprechen, keine Ahnung. Alter, was ist das hier? Boah, sehe auch nicht die scheiß Sonne. Also ich sehe ja nichts. Gucke ich mir nachher mal auf der Aufnahme. Ich fahre gerade halb blind. Ey, hier wohnt der. Wer wohnt denn bitteschön? Leute, ne? Übrigens, Radio ist aus, weil ich habe hier keinen Empfang. Und ich weiß nicht, wie man hier. Ich will auch keinen tschechischen Sender hören. Das verstehe ich ja nicht. Das ist auch mal was Geiles hier. Ey, aber wo bin ich hier? Ich meine, sieht ja nett aus, ja? Nett. Sieht ja geil aus, muss ich sagen, aber. Naja. 7,6 Kilometer noch. Denn sind wir. Vor allen Dingen die Alte, die versucht hier die Straßennamen auszusprechen, die, wie sich das anhört. Na, ich meine, ich kann das besser ja auch nicht aussprechen. Ne? Ich muss aber sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so. Ich hab das anders in Erinnerung, weil ich muss ja dazu sagen, ich war mal vor 4 Jahren hier. Ja, ich muss ich mal dazu sagen, ich war vor 4 Jahren mal hier. In der Tschechei. Und wir sind auch durch Polen gefahren. Aber ich weiß nicht mehr den Ort, wo wir waren. Keine Ahnung. Alter, wo. Was steht denn da dran? Ich kann nicht. Okay. Steht da der Ort dran, wo ich hin will? Nee, steht nicht dran. Der hat irgendwie 3 Wörter, ich kann die aber nicht. 7 Kilometer noch. Also Leute, ich würde mal sagen. Wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Mal gucken, Alter. Bin echt gespannt. Ich mach mal lieber das Auto zu. Genau. Alter. Gott, ist das unheimlich hier. Hier wollte ich gar nicht her. Was ist denn das für einer? Hier wollte ich gar nicht her. Guck doch mal. Ist das nicht unheimlich? Ich weiß es nicht. Wo ich hier bin, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist irgendein Industriegebiet, da hinten ist irgendwo eine Stadt, habe ich gesehen. Da habe ich aber keinen Bock rinzufahren, also nee, danke, lass mal. Das Navi, das hat mich schon wieder angekotzt. Also ich hätte schon wieder ausrasten können. Dieses scheiß Navi. Ey, das ist doch richtig unheimlich hier. Hier wollte ich gerne her, weil ich weiß, wo ich mal in der Tschechei war vor 4 Jahren. Mit meiner alten Schule noch, das war noch die Schule davor. Da kannte ich mich und Kalle noch gar nicht. Das war noch eine Schule davor.
Und da waren wir auch mal in Tschechien, aber das war auch irgendwie in der Nähe. Wir sind auch da durch Polen und durch Görlitz gefahren. Görlitz war ich ja, da musste ich ja was abgeben. Deswegen bin ich auch hier. Also ich bin jetzt nicht hierher gefahren, weil ich einfach mal Langeweile hatte oder so. Ich bin ja, wie ihr wisst, viel unterwegs. Und ja, wenn man schon mal hier in der Nähe ist, kann man auch, wollte ich eigentlich hierher fahren, wo ich schon mal war. Aber hier war ich never. Nee, hier war ich noch nie. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Ich kann diese Orte hier sowieso alle nicht aussprechen. Ohne Witz. Vorhin, ey. Hier, pass mal auf. Ich bin hinter einem tschechischen LKW gefahren, ja. Der war leer, da war eine Stoff. Passt auf. Dann waren da so eine Spähholzplatten. Die sind immer nach der Zeit abgebrochen. Da sind immer Teile durch die Luft geflogen. So ein fettes Teil ist geflogen. Und ich wollte eh gucken, ob hier Kratzer sind. Sind das Kratzer? Nee. Ich wollte erst vor den vorfahren und den rausziehen, den Bastard. Ohne Witz, aber wie das gescheppert hat. Ich denke mir so, naja, schön Dank auch. Naja, ich habe eine weite Fahrt jetzt hinter mir. Also morgen will ich erstmal ja nichts zu tun haben mehr damit. Aber wie, ja, die Woche ist noch lang. Heute ist erst Dienstag. Morgen kommt das Video für euch. Also würde auch sagen, hier endet der Vlog. Der war ja ziemlich scheiße und unnötig eigentlich. Aber ihr seid so gehypt auf meine Vlogs immer, weiß ich auch nicht warum, aber die gucken sich halt viele von euch an. Ich sehe mal, wenn ich so um die 100 Aufrufe habe, ich bin zufrieden, manche haben auch mehr. Aber ich bin zufrieden mit denen und warum nicht, Vlogs kann ich ruhig weitermachen. Aber eigentlich wollte ich ja erst ab Sommer anfangen. Ne? Naja, ab am 16.02. kommt nochmal ein Vlog. Da fahre ich nach Henningsdorf, aber das ist nicht so weit. Das ist ja in Berlin. Das ist nicht so weit. Ich bin ja hier. Hier bin ich ja ganz weit weg. 400 Kilometer ungefähr. Ungefähr. Nicht ganz, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ungefähr. Ist ja auch scheiße. Ja, ich will hier einfach nur weg. Guck doch mal. Hier ist doch tot. Ohne Witz. Hier ist doch tot. Da vorne stand irgendein Schild, aber ich weiß nicht, was da dran steht. Bestimmt so Fahren verboten. Aber hier ist vorhin. Einer ist hier vorhin lang gefahren. Mit einem roten Auto jemand. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht. Ob jemand arbeitet, ich weiß nicht, was hier ist, keine Ahnung. Ich war ja nur vorhin was abgeben, aber ich denke mir so, wenn du schon mal hier bist, dann fährst du rüber nach Tschechien und machst mal einen Vlog, wo mal deine Klassenfahrt war. Ja, damals war auch eine Klassenfahrt vor 4 Jahren. Wollte ich ja hin, aber ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Ist so scheiße, ja. Leute, handfrei hier. Ey, ich schwöre, ey, wenn da. Hier sind überall Kratzer, aber das ist Dreck. Das sieht nur so aus. Ey, der geht doch wieder rin. Ich hab jedenfalls das gemacht, was ich machen musste, das erledigen musste. Ich wollte aber eigentlich noch mal woanders hin. Habe gedacht, naja, ist der Vlog im Arsch. Ich lade ihn trotzdem hoch. Nee, ey, mich interessiert jetzt mal echt, wo ich hier bin. Boah, ich bin durch, ich kann nicht mehr sitzen. Ich kann nicht mehr sitzen. Über Vodafone-Kunde, willkommen im Ausland. Der interessiert mich jetzt herzlich wenig, weil ich das eh weh ist. Wer fährt denn blind durch die Gegend? Das will, na, hier gibt es hier noch Leute, ja. Da kann ich nur ein Lied von singen. So, ich guck jetzt, wo wir hier sind. Genau, Mann, ich kann nicht erkennen. Wir sind hier. Nicht mal weit weg von Dresden. Ich würde sagen, über Dresden fahren wir auch zurück. Naja. Sonst komme ich gar nicht mehr nach Hause. Könnt doch über Leipzig. Könnt doch nach Leipzig fahren. Wäre das aber ein Umweg über Leipzig? Ich habe ja keine Ahnung. Ich will einfach nur wegkommen. Nee, ich musste hier was erledigen. Also nicht in Tschechien, aber näher an der näher Grenze. Wie hieß der Ort? Görlitz, genau. Da war ich auch mal. Das ist da weiß ich noch, da haben wir Döner gegessen. Damals mit der Klasse, wo wir dann zurückgefahren sind nach Hause. Da haben wir Döner gefressen. Hab ja da auch einen Dönerladen gesehen. Aber ich denke mir so, nee, du hast keine Zeit dafür. Ich musste mich ja beeilen. Ihr wisst, die Zeit ist bei mir. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mal woanders hier hin. Eigentlich wollte ich ja dahin, wo wir mal waren mit der Klasse, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, ey. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hier jetzt bin. Ich bin jetzt auf dem Rückweg eigentlich wieder nach Hause. Ich würde einfach mal sagen, das war der Vlog. Ey, in Polen hatte ich Angst, dass einer mir die Karre klaut. Aber da bin ich auch nicht ausgestiegen, nee. Doch, vorhin, wo ich den Kurzdings da gemacht habe. Nee, aber ich werde jetzt hier noch ein paar Minütchen bleiben, so bis halb, denke ich mal. Und dann werde ich auch rinziehen. Aber die Karre, ey, vorhin. Ich guck mal ganz kurz, ob ich einen Kratzer hier habe. Nee, das ist Dreck zum Glück. Ich habe gedacht,
Ich hab gedacht, vorhin ist ein tschechischer LKW vor mir gefahren. Der hat, weiß ich nicht, der hat da ja eine Strophe gehabt. Da sind diese komischen Stoffdinger abgeflogen, diese harten Stoffteile. Ich weiß nicht, wie sich die nennen. Das ist nicht, hier. Ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt. Keine Ahnung. Nee, das war Holz. Das war, glaube ich, Holz. Das war nicht so ein Styropor. Nee, das war das nicht. Das macht ja keine Kratzer. Das war so ein Holz. Ich komme jetzt bloß nicht, wie das heißt. So ganz dünnes Holz, Spähholz oder wie das man das nennt. Ich weiß es nicht genau jetzt. Aber jedenfalls, das ist mir irgendwie von denen abgeflogen und voll aufs Dach ruf. Ich weiß es nicht. Ich hab's nur scheppern hören. Ich guck jetzt so, ob hier was ist. Nee, das ist doch lächerlich gewesen. Ich denke mir so, was ist das für ein Penner? Ich wollte schon vorfahren und den rausziehen aus Auto. Kicken die denn alle so? Nee, Alter, ich hau jetzt auch gleich wieder ab, weil ich wollte eigentlich ganz woanders. Ich hab mir das doch ganz anders vorgestellt. Normale Straßen kennen die ja nicht. Nee, so wie in Polen. Naja, ich weiß ja nicht. Bisschen durchlüften mal und dann weg auch gleich wieder nach Hause. Richtung, ich glaube, ich muss die Straße hier, die Schnellstraße, weil da hinten ist eine Stadt. Die komische Stadt, ich weiß nicht, wie die heißt, keine Ahnung. Warte, ich zeige euch einfach, ich habe euch nicht gezeigt, wo ich bin, genau. Und dann würde ich sagen, beendet den Vlog einfach, weil, ja, eigentlich wollte ich gar keinen Vlog erst machen, aber von mir aus. Genau hier, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Warte, ich mach mal runter wegen der scheiß Sonne. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber naja, ist auch nicht so wichtig. Ich guck jetzt gerade mal, wie ich hier nach Hause komme. Richtung, ja, da muss ich, Richtung Novibor, oder wie das heißt, ja, keine Ahnung, Novibor, Alter, die Orte, und Dresden dann, und dann werde ich wahrscheinlich über Leipzig zurückfahren, weil sonst müsste ich, ja, nee, das dauert zu lange, ich fahre über Leipzig, jo, mach ich, weil ich bin hin über Cottbus gefahren, das war ein Fehler, sehe ich, ja, merke ich, sehe ich auch jetzt erst, das war ein Riesenfehler, sonst hätten wir mehr Zeit gehabt. Ich bin wie immer verpeilt. Ich bin ein Idiot. Ich bin scheiße. Und jetzt hau ich ab. Ey, jetzt ist sie. Vorhin war keine Sonne und jetzt? Könnt ihr ja mal googeln, die Scheiße. Ich kann das nicht mal ausschauen. Straats, Putt, Ralz, Kem oder so. Keine Ahnung. Ich bin in andere Sprachen nicht so. Das Einzige, was ich kann noch, ist Englisch ein bisschen. Aber so Sprachen ist überhaupt nicht so meins. Ja, hier ist denn Dresden. Das ist auch nicht so weit eigentlich, oder? Dresden? Also so 100 Kilometer nach Dresden ist es schon. Boah, ey, ich muss durch, wie heißt die Stadt? Novibor. Was macht, och nö, nicht schon wieder der Scheiß. Ey, das habe ich schon mal nicht weggekriegt. Och nö, Mann, ey, wie geht denn der Fuck-Fick jetzt hier weg? Och nee, Mann, Alter, ohne Witz, jetzt. Das hatte ich schon mal irgendwie drin hier. Ja, keine Ahnung, also, ich weiß es nicht, ich, das Navi, das kann sowieso eine Tonne treten, die blöde Scheiße. Könnte ich immer ausrasten, ey. Die weiß ja nicht. Ich hab's kaputt. Scheiße. Ah, nee, kann man wieder reinmachen. Ich hab's auch rausgehauen. Sorry. Oh, Sonne. Sonne! Weg. Ja, ich hab immer noch mein Auerweh hier. Soll ich eine Spur von mir lassen? Ich mach das Pflaster. Nee, dann brennt das, Alter. Das dauert richtig lange. Richtig tief, die Wunde, Alter. Ja, wenn man so dumm ist zum Scheißen, Alter. Na gut, ich hau jetzt auch hin. Das wird sonst zu lang hier. Auch keinen Bock mehr. Also Leute, ich bin hier weg von dem Gruselort. Ich will auch nie wieder her. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal nochmal eine Tour nach Tschechien, wenn ich mal frei habe, weil ich bin jetzt in meiner Arbeitszeit hier. Dann werden wir mal hierher kommen. Und dann gucke ich mal genau, wo das war. Ich frage einen Kollege, weil mit dem war ich ja hier. Den kenne ich auch noch von damals. Den frage ich mal, ob der den Ort noch kennt. Aber ich glaube nicht. Also wer merkt sich hier so eine komischen Orte? Die heißen wie, ich weiß es nicht. Naja gut, ich bin dann mal weg, ne? Waren wir heute in zwei Länder, Polen und Tschechien. Ich denke mal, der Vlog war schon ein bisschen cool, aber... Nee, nee, langweilig. Also Leute, ich würde sagen, ich hau jetzt drin, ich hab keinen Bock mehr hier. Also Leute, wir sehen uns, denke ich mal, am 26. Nicht am 6. Am 16.02. Da mache ich dann wieder einen kleinen Vlog, einen ganz kleinen, und dann... Und ich fahre jetzt wieder zurück nach Berlin. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. 400 Kilometer vor mir. Ich muss bevor dunkel ist zu Hause sein, weil... Ihr wisst ja, die Garage, ne? Der Nachtvlog, ich sag nur, ich bin aufs Maul. Auf jeden Scheiß da. Ich kann ja die. Nee, die Szene brauche ich nicht nochmal einblenden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Nachtvlog, ey. Im Dunkeln in der Garage ist scheiße, ja. Ich hab keine Angst oder so, aber das ist halt scheiße, weil du nicht siehst.
Na gut, ich laber hier nur Scheiße, Alter. Ich mach jetzt aus. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. 300, ich bin um 18 Uhr zu Hause. Ich muss los, ich muss losfahren. Nee, ich muss beenden.